Ich 8 Jahre war, haben meine Eltern scheiden lassen und dann kam ich nach Bayern. Mhm. Und der erste Vater war so jemand, der war ganz gegen Sport. Also eben Hitlerjugend hinter sich gehabt, war Soldat gewesen und Singen und Sport war alles für ihn Nazi. Und bei dem Neuen, der war dann Offizier der Bundeswehr, Generalstabsoffizier nachher, da war das Gegenteil angesagt. Und da kam ich so ein bisschen mit Sport in Berührung. Und als Saupreis in der Klasse, wo keiner mit mir sozusagen Fußball spielen wollte und da habe ich mich über Skifahren etabliert. Okay. Und habe dann sehr schnell Skifahren gelernt, eben auch über den Stiefvater, ein Skirennen auch gewonnen. Und dann war ich da wer. Und dann ging es in so eine Richtung, dass ich sehr viel trainiert habe und ich wollte ein Skirennfahrer werden. Meine Eltern wollten das überhaupt nicht, also meine Mutter jedenfalls nicht. Und ich habe mir dann das Bein gebrochen, ziemlich. Damals war das ja noch dramatisch mit, weiß gar nicht mehr, 2, 3 Monaten Gips. Und da war neben mir ein Junge im Krankenhaus, der war noch schwerer verletzt und da haben die Eltern für den so einen Diplompsychologen angeheuert, der hat ihm autogenes Training beigebracht. Nur war der gar nicht interessiert daran. Dieser Diplompsychologe hat also mit dem Rücken zu mir stehend mir praktisch autogenes Training, okay. Grundstufe, hast du Oberstufe zugehört, beigebracht. Mitgemacht? Ja. Ja. Mir machte das Spaß, ich konnte das auch gut und die Oberstufe autogenes Training sind ja fast schon die geführten Meditationen, Dinge, die ich ja bis heute mache. Richtig, ja, genau, erste Schritte auch zur Meditation. Insofern war das so eine ja, vom Schicksal geschickte Einführung. Eigentlich hätte ich nach dem ersten Bruch schon kapieren können. Mache ich lieber die inneren Bildergeschichten, die faszinieren mich eigentlich mehr als dieses ständig dieselben Berge, dieselbe Strecke rauf und runter fahren. Aber natürlich war das dann so für mich ganz wichtig, die Anerkennung, die ich darüber bekam, habe danach wieder trainiert, habe mir dann wieder das andere Bein gebrochen, immer schuldlos sozusagen, konnte ich ordentlich projizieren. Also zweimal das Bein gebrochen. Ist das für dich damals auch schon Zeichen gewesen, dass es vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, so eine Skikarriere anzugehen? Nee, leider überhaupt nicht. Ich habe dann nach dem zweiten Mal wieder noch im Bett angefangen zu trainieren und wild projiziert. Und ich habe dann noch ein drittes Mal gebraucht. Ich habe mir dann die Schulter gebrochen, auch noch so an so einer Stange, Torstange. Die flogen damals nicht einfach weg. Und dann wurde ich so im Nazi-Gruß eingegipst. Und dann konnte ich diese ganzen Wochen, 7 oder 9, ich weiß nicht mehr, ich konnte nicht schlafen. Weil wenn man auf dem Rücken liegend floss das Blut raus. Auf der Seite ging nicht, weil sie so ein Eck reingegipst hatten. Also war wirklich entsetzlich. Ich habe eigentlich nur geschaut, dass ich mit der freien linken Hand unter dem Gips irgendwie die Juckerei kratzend bearbeiten konnte. In der Zeit ist mir irgendwie schon klar geworden, linkes Bein, rechte Schulter, irgendwann das nächste ist der Hals. Und außerdem gab es ja von zu Hause auch Gegenwind. Da wurde gesagt, bei uns wird studiert. Was soll das hier? Du hast genug Sport gemacht. Und da hatte ich so ein bisschen so auch einen Widerstand, also jetzt erst recht. Aber es war dann auch einfach so, dass sozusagen in dem Kader, wo ich da trainierte, die waren ja einfach weiter jetzt und es war einfach schwierig aufzuholen. Und ich glaube, es war eigentlich so dieses Gefühl, links unten, nee, rechts unten, links Mitte und dann rechts ganz oben, das reicht, ich lasse es. Ja. Und das war dann, ja, rückblickend betrachtet, eigentlich der Beginn der Krankheitsbilderdeutung. Also ich musste das uranische Element, was da unfallmäßig in mein Leben reinkam, dann anders leben, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und heute bin ich ja sehr froh, dass ich nicht so eine gealterte Werbefläche bin, vielleicht eine Skischule oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch dann Medizin gemacht habe.